Angelina Pacioli hat die besten Xerxoff-Düfte getestet für den Sommer. Und da schauen wir jetzt mal rein. Let's go. Hallo meine Lieben, willkommen auf diesem gut duftenden Kanal. Mein Name ist Angelina Pacioli und ich quatsche wirklich sehr gerne über Parfüm. Falls du auch ein Parfüm-Freak bist, abonnier doch diesen Kanal, dann siehst du jedes Mal, wenn ein Video von mir online kommt. Genauso eins wie dieses hier. Denn heute geht es um Sommerdüfte von Xerxoff. Es gibt einige super Top-Düfte von Xerxoff, die in den Sommer passen. Ich habe dir jetzt hier 8 rausgesucht. Die liegen jetzt hier schon auf dem Tisch und sind einsatzbereit. Du darfst keine Angst haben. Es sind Unisex-Düfte. Die können Männer tragen, die können Frauen tragen. Gut, die einen gehen mehr in die weibliche Richtung. Für mich, falls du meinen Kanal aber schon kennst, ist alles irgendwie Unisex. Das heißt, wenn dir ein Duft gefällt, trag ihn einfach. Ich zeige dir jetzt heute einfach ein paar Sommerdüfte, die du auf jeden Fall mal getestet Machen haben wir. Musst. Und Machen wir. Los geht's mit dem Video. Ich möchte mich jetzt hier nicht verquatschen. Okay, mit welchem Duft fange ich jetzt an? Ich habe ja hier 8 Stück liegen. Ich glaube, ich fange mit Renaissance an. Ich habe den Duft schon mal in einem Sommervideo gebracht. Hier geht es aber auch nur um Xerxoff. Und der darf auf gar keinen Fall fehlen. Das hier ist der Renaissance-Flakon. Guter Duft zum Mischen auch. Ein zitrisch, frischer, würziger Duft, der riecht für mich irgendwie nach Barock, nach einem Italiener, nach einem sexy Italiener. So ein italienischer Barock-Style. Kannst du mir da so ein bisschen folgen? Irgendwie edel. Du bekommst hier eine spritzige Limette, du bekommst hier Minze, du bekommst irgendwie so eine leichte Bitterkeit. Alles irgendwie in so eine Art. Ja, AirTiger, das habe ich auch gedacht. Weil sie hat gesagt, alles Unisex. Außer bei AirTiger hat sie gesagt, dass es nicht Unisex ist. Tonic Water-like? Irgendwie so. Tonic Water? So frisch, den willst du eigentlich fast schon trinken. Digga, ich drehe hier noch durch. Jetzt muss ich mir den Duft noch holen. Es riecht einfach wie Tonic Water. So ein herbes, kühlendes Tonic Water. Insane. So riecht er für mich. Der entwickelt sich auf der Haut mega. Hätte ich nicht erwartet. Wie beschreibe ich den Duft mit meinen Worten? Guck mal, das ist wirklich so, okay? Guck mal, das ist wie wenn du so eine Einserschülerin vergleichst mit so einem, der immer so 3 minus 4 hat, so 4 plus, was immer so, das ist seine Note. Was soll ich dir jetzt sagen? Entweder erzähle ich dir jetzt dieselbe Story, die sie jetzt erzählt. Was soll ich dir erzählen, hör mal? Wenn, dann muss ich einen anderen Duft nehmen, dann kann ich mir das selber. Max Beschreibung, Doppelpunkt, vertrau mir, Bro. Ja, du, also. Nein, also. Ja, das ist ein guter Duft und der ist für den Sommer. Der riecht nach Limettenschalen, ist herb und halt. Falls jemand die Assoziation mit Tonic Water hat, dann kann ich dem nur beipflichten, was meine geschätzte Kollegin Angelina Pacioli schon gesagt hat. Dieser Duft, mit dem verbinde ich einen barocken Italiener. Der nächste Sommer Xerxoff ist hier Erba Pura. Dieser Duft darf auf nicht gar fehlen. Keinen Fall in diesem Video fehlen. Das ist der Sommer Tropical Vibe Xerxoff, den es überhaupt gibt. Ich habe jetzt hier nochmal geguckt, aber ja, das ist er. Kurz bevor ich anfange mit dem Duft, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei dem Flakon hier, der hat ja so einen Samtmantel. Und mir ist da so ein Tropfen von der Flüssigkeit draufgekommen von Erba Pura und es hat es jetzt hier wirklich weggeätzt, ne? Deswegen passt auf mit dem. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist, wenn jetzt der Inhalt bestimmte Oberflächen wegätzt. Ich werde ihn trotzdem weiter benutzen. Aber schreib mir das mal in die Kommentare, falls du auch so einen Xerxoff-Duft hast mit so einem Samtmantel, ob das dir auch schon passiert ist. Nein, das hat damit zu tun, Herbert hat es mal gesagt, das ist ja so ein Naturprodukt hier außen, dieser Filz und so. Und darum, wenn da dieser Alkohol draufkommt, zersetzt sich das. Die wollen ja keine chemischen Produkte nehmen oder so, irgendwie sowas war das. Das ist ein... Der macht süchtig. Das ist ein Tropical Vibes Duft, extravaganter Fruchtcocktail, der extravaganteste, den ich kenne. Luxus Resort auf Hawaii, 1000 Flamingos um dich rum, azurblaues Wasser, anders kann ich ihn nicht beschreiben. Und du trinkst natürlich einen Fruchtcocktail, das dickflüssig ist. Das ist ein Duft, der riecht für mich dickflüssig. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass der Inhalt hier drin auch komplett dickflüssig ist. Ist er wahrscheinlich nicht, aber ich stelle es mir einfach mal so vor, weil der einfach so dicht riecht. Ja. Nach einer Zeit entwickelt sich eine Moschusnote raus, wie so ein Mantel, und eine vanillige und pudrige Note riechst du dann auch raus. Der wird irgendwie so ein bisschen, ja, pudriger und noch dichter, als er am Anfang schon ist. Wird aber immer fruchtig bleiben. Ich wollte gerade flüssig sagen. Nein, der ist dickflüssig. Haltbarkeit.
8 bis 10 Stunden. Easy. Beast Mode im Flakon. Also da reichen ein paar Sprüher. Nicht jetzt hier wie bei Renaissance. Also hier vielleicht 3 Stück und dann ist echt fertig. Sillage, raumfüllend, was willst du mehr? Der nächste Sommer Sergeoff ist hier in meiner Hand. Und zwar ist das kein geringerer als Argento. Jetzt bin ich mal gespannt. Der wird relativ gehypt, wenn es um Sergeoff geht. Wenn du mit Sergeoff anfangen möchtest, dann ist das ein sicherer Kandidat. Siehst du, habe ich selber gesagt. Das ist ein Komplimentenfinger. Egal, wem ich diesen Duft zeige. Egal wem. Alle mögen den Duft. Ja, das blind ist ein by. Blumig, fruchtig, sehr frischer Duft am Anfang, zu Beginn. Hat so eine Art Aventus-Vibe, ist aber auf gar keinen Fall ein Zwilling. Genau, das hat so eine Stimmung davon, aber hat nichts damit zu tun. Ananas am Anfang, ummantelt mit hellem Moschus. Das ist wirklich weißer, fast schon, kann man sagen, spritziger Moschus, irgendwie sowas. Der wird dann, der bleibt aber auch irgendwie blumig, wird dann irgendwie auch zitrisch, bekommt leicht herbe Noten. Das ist irgendwie so, ja, so ein abwechselndes, stimmt, Spiel. Der wird nach der Zeit cremiger und irgendwie weicher, bleibt aber immer frisch, fruchtig, blumig. Das ist ein sicherer Kandidat. Der nächste Sommer Sergeoff ist Gold. Masken, und zwar hier ist das Argento Overdose. Weiß, sehr weißer. Unterschied wie Tag und Nacht zu Viele denken, dass Argento Overdose nur stärker ist. Das hat nichts damit zu tun. Argento. Also die sind so unterschiedlich. Ich habe selbst nicht geglaubt, dass die beiden so unterschiedlich sind. Ich habe jetzt eher gedacht, dass da vielleicht so ein paar Noten drin sind, die so ein bisschen an den anderen Duft erinnern, aber gar nicht. Also wirklich komplett gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum der überhaupt Argento heißt. Ich müsste mich da mal eigentlich einlesen oder noch mal. Ja, also es hat damit zu tun, dass sich der Parfümeur eine Note oder eine Richtung rausgesucht hat, die auch in Argento enthalten ist, und hat halt gesagt, die prägen wir ein bisschen aus. Ich finde, es hat nichts damit zu tun. Es ist ein süß, blumig, fruchtiger Duft. Der riecht nach ganz vielen frischen Blumen, nach ganz viel frischem Obst, alles in einem Pott Obst zusammen. Weniger. Mit Eukalyptus. Der wird sogar cremig und hat irgendwie durch diese Eukalyptusnote hat er was grün-frisches. Ich rieche aber irgendwie Birne raus. Birne? Birne riecht sie da raus. Da weiß der Markt das nicht so genau. Ne? Haltbarkeit, bevor ich es vergesse. Ungefähr 8 bis 10 Stunden, teilweise sogar länger. Du musst ihn auf deiner Haut testen, aber das Ding hält wirklich lange, ähnlich wie die anderen. Sillage, Beast Mode. Also wirklich Beast Mode, der füllt Räume unendlich. Weiter geht's zum nächsten Sommer Sergeoff. Ich habe ja hier noch ein paar für dich. Der nächste Sommer Sergeoff ist Kobe. Ich habe diesen Duft, glaube ich, sogar noch gar nicht in meinen. Kobe würde ich sehr gerne testen, auch weil es einer der Lieblingsdüfte von Herbert ist. Leider hat der Duft noch nie zu mir gepackt. Videos eingebaut gehabt. Ich weiß gar nicht warum. Das ist ein Duft, der wird sowas von unterschätzt. Der hätte viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Meiner Meinung nach. Warum? Herbert sagt Lieblingsduft. Das ist tatsächlich einer meiner Lieblings-Sergeoffs momentan gerade. Und das heißt was. Ich habe schon ein paar getestet, aber der hier hat mich echt geflasht. Krass. Das ist ein zitrisch, würziger Duft. Du bekommst hier am Anfang. Kann ich nicht mitreden. Der riecht so nach Stil. Wirklich. Der riecht echt? Nach Stil. Du bekommst hier am Anfang. Zitrische Bergamottnoten. Du bekommst hier eine herbe, harzige Orange. Ich mag Orange, wenn sie harzig und herb ist in Düften. Jetzt kommt's. Der Duft hat einen krassen Duftverlauf. Den hatte ich so nie im Leben erwartet. Ich hatte den auf meiner Haut und dann nach ungefähr so einer halben Stunde, eine Stunde, hat er sich in eine orientalische Richtung entwickelt. Wer hätte das bitte gedacht? Ich musste mehrmals riechen, ob das jetzt wirklich Kobe ist. Kobe ist übrigens eine japanische Insel, einfach nur by the way. Der wird auch irgendwie so deep, süß, wie so eine Art mysteriöse Frische. Bleiben wir bei der Shooting Star Collection. Das ist Neo. Ich habe den Duft schon mal, ich habe es jetzt gerade gut Neo, nee, Neo habe ich Neo jetzt. Neo ist das. Nee, ich habe den Duft schon mal in einem anderen Sommervideo präsentiert. Deswegen werde ich jetzt hier nicht zu viel davon quatschen. Das ist ein zitrisch frischer Duft mit einer Saubernote und du hast hier aufgefrischte Gewürze drin. Okay. Der riecht für mich so clean, nach Sauberkeit, nach Neo einer habe ich noch nicht getestet. Das hatte ich in einem anderen Video auch schon erwähnt. Der riecht für mich nach einer Luxusboutique, die klimatisiert ist. Draußen ist es wirklich heiß. Cool. Drinnen möchtest du dich einfach ewig lang aufhalten. Das ist so eine Boutique, bei der dir auch die Tür geöffnet wird von so einem Anzugträger. So riecht der Duft für mich. Der wird nach der Zeit sogar so ein bisschen blumig und warm. So ein bisschen wärmer wird der, aber das ist trotzdem wirklich ein frischer Duft. Haltbarkeit ungefähr 6-7 Stunden. Der nächste Sommer Sergeoff ist hier von der Casa Morati Collection und zwar ist das Mephisto Gentiluomo. Tut mir leid, wenn ich die italienischen Namen
nicht richtig ausspreche. Ich wollte immer Italienisch lernen. Ich habe dann aber Französisch gelernt 7 Jahre lang. Ui. Wollte aber Italienisch immer nachholen, weil ich mag Italien auch. Ich bin gerne in Italien. Ich bin auch gerne in Frankreich. Deswegen verzeiht's mir, wenn ich einen Duft falsch ausspreche. Zitrisch frisch mit einer cremigen, kalten Note. Du bekommst hier zitrische Noten, aber in kalt, mit kaltem Lavendel. Das ist ein Wow-Opening. Der entwickelt sich dann in eine süß-blumige Richtung, aber mit irgendeiner Creme. Das liegt wahrscheinlich am Veilchen und am Iris, dass der Duft irgendwie noch cremig wird und so leicht pudrig, aber alles in kalt. Das ist ein Gentleman riecht so. Geht in die Richtung Silver Mountain Water von Creed. Ah, krass, okay. Finde ich aber viel eleganter, den hier. Und der hält viel, viel länger. Haltbarkeit 8 Stunden plus Sillage, top. Was willst du mehr? Also eine echte Kaufempfehlung. Ich wollte gerade Duftempfehlung sagen, aber eine Duftempfehlung ist das auch. Alle Düfte sind unten verlinkt und ist von der Preis-Leistung wirklich top. Deswegen kann ich ihn dir ans Herz legen. Weiter geht's zum nächsten Sommer-Serjoff und er ist auch blau, kann ich dir schon verraten. Der nächste Sommer-Serjoff ist für die da draußen, die schon von jedem Sommerduft gelangweilt sind. Die endlich mal was Extravagantes für den Sommer suchen. Irgendeinen Duft, den kein anderer vor ihnen schon getragen hat. Und das ist dann vielleicht mit diesem Duft der Fall. Das ist nämlich aus der Join the Club Collection 40 Knots. Hier geht es nämlich in der Join the Club Collection um verschiedene Clubs. Und das hier ist der Yachtclub. Mit diesem Duft soll der Lifestyle auf einer Yacht beschrieben werden. Der Duft soll riechen nach einer Meeresbrise, die durch dein Haar fließt, strömt. Wie sagt man das? Du weißt, was ich meine. Das ist ein Duft. Ich habe sowas noch nicht gerochen. Anders als alle anderen Düfte, die ich dir jetzt hier heute schon gezeigt habe. Du bekommst hier am Anfang, du bekommst hier eine würzige, sehr salzige Meeresbrise, die irgendwie sowas Süßes, Frisches noch hat. Ich erinnere mich irgendwie an den Duft nicht mehr. Der Duft entwickelt sich dann nach der Zeit, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, in eine noch süßere Richtung mit salzigem Honig. Hast du sowas schon mal gerochen? Salziger Honig in einem Duft. Der riecht für mich wirklich nach einer Yacht. Und der riecht wirklich, ich kann mir da jetzt vorstellen, dass man da auf einer Yacht steht und mit 40 Knoten da irgendwo durchfährt, durchs Meer und man bekommt diese Meeresbrise, dieses Salz in die Haare rein. Und dann kommt da irgendjemand und überschüttet dich am Ende mit Honig. So riecht der Duft für mich. Jetzt stellst du dir vielleicht dieses Bild vor, einfach so klebrig auf einer Yacht mit Honig. Ja, egal. Weiter geht's jetzt hier mit der Beschreibung. Haltbarkeit, bevor ich es jetzt wieder vergesse. 8 bis 10 Stunden habe ich den wahrgenommen auf der Haut, auf der Kleidung wieder. Ewig lang. Sillage, Beast Mode. Also wenn du jemanden nicht einsalzen möchtest mit diesem Duft, dann nimm da vielleicht nur 2, 3 Sprüher davon. Ich musste das selbst lernen. Ich bin nicht sparsam mit Düften. Ja. Und ich musste lernen, dass zu viel manchmal doch zu viel ist. Also zumindest mal mit diesem Duft hier. Ne? Ja, das waren sie. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt hier diese Sommer-Serjoff so gut wie möglich beschreiben. Ich muss sagen, das war ein guter Überblick zu dem Thema Sommerdüfte. Dein Daumen nach oben. Nicht schlecht.